Heute ging es darum, das Produkt überhaupt vorzustellen und dass die Leute das auch verkosten, sehen, was man aus dem Produkt machen kann, wie man das arrangieren kann, vorbereiten kann und dann sich auch vorzustellen, wer könnte sich für das Produkt interessieren, wer ist die Zielgruppe sozusagen, was sind die Bedürfnisse der Konsumentinnen und warum ist Casgrain eigentlich das richtige Produkt für diese Leute. Man kann das mit allem, mit wirklich allem verwenden. Ob mit Fisch oder mit Salat oder auch als Beilage oder mit Nudeln. Es ist universal und ich gratuliere dieser Firma mit so viel Kreativität, sowas in der Dose herzustellen. Ich würde es eigentlich als schnellen Snack zwischendurch oder als schnelle Option am Abend nach der Arbeit zu Hause integrieren. Ich bin ja selber auch Koch und ich würde es jetzt als kleine Tapas einsetzen. Als Appetitanreger. Für mich als Journalist, für die Handelsseite, will ich natürlich dem Handel das Produkt präsentieren und da auch ein bisschen nachhelfen, dass wir in Österreich die Listungen kriegen für die Produkte, weil ich schon glaube, dass die Marke in Österreich gute Chancen hat als Traditionsmarke aus Frankreich. Das war eigentlich sehr spannend und auch sehr unerwartet, sage ich mal, weil wir sehr verschiedene Richtungen vorgestellt haben. Und die Richtung, wo wir vielleicht gedacht haben, die ist am naheliegendsten, ist dann diejenige, die vielleicht nicht so interessant war. Und da haben wir wirklich sehr viele sehr interessante, sage ich mal, Learnings bekommen, um die Positionierung dann praktisch fertig zu stellen, um wirklich ins Herz der Österreicher zu gelangen mit der Marke.